Heute für euch 11 coole Dinge, die man mit Zahnpasta machen kann. Los geht's! Nummer 11. Bevor wir euch zeigen, was man alles mit Zahnpasta machen kann, machen wir sie doch einfach erstmal selber. Gebt dazu ca. 100 Gramm Kokosöl, einen Esslöffel Natron und zum Beispiel Zitronenaroma in eine Schüssel. Wenn du nun alles miteinander verrührst, hast du blitzschnell deine eigene Zahnpasta. Und die Nummer 10. Um deine Freunde mit Zahnpasta reinzulegen, trenn einfach die beiden Hälften eines Oreo-Keks vorsichtig auseinander. Kratze jetzt die Reste der Füllung weg und ersetze sie durch Zahnpasta. Siehst du, Original und Fake sind kaum voneinander zu unterscheiden. Nummer 9. Jetzt machen wir Knete. Drück die Zahnpasta in eine Schüssel und gib etwas Speisestärke hinzu. Wenn du nun alles miteinander verrührst, hast du eine richtig fluffige Knetmasse. Nummer 8. Wenn deine CDs zu verkratzt sind, um vom Laufwerk gelesen zu werden, kann dieser Trick sie eventuell wieder funktionsfähig machen. Verteile mit einem Tuch vorsichtig Zahnpasta auf der Oberfläche der CD. Lass die Zahnpasta nun ein paar Minuten einwirken und spül sie anschließend mit lauwarmem Wasser wieder ab. Tada! Die CD kann wieder gelesen werden. Und die Nummer 7. Bist du mal wieder versehentlich mit dem Bügeleisen über den Aufdruck deines T-Shirts gegangen? Kein Problem, auch hier hilft wieder einmal Zahnpasta weiter. Gib sie auf ein Tuch und reinige damit die Unterseite deines Bügeleisens. Spüle nun alles mit warmem Wasser ab und dein Bügeleisen sieht wieder aus wie neu. Kommen wir zu Nummer 6. Wenn deine Geschwister mal wieder deine Zimmertür mit Bleistift verschmiert haben, hilft dir auch hier Zahnpasta. Reibe einfach mit einem Tuch und etwas Zahnpasta über die betroffene Stelle an der Tür und die Schmierereien verschwinden wie durch Zauberei. Nummer 5. Hast du ein Bild von einer Wand genommen und möchtest nun das Loch wieder verschließen? Drück einfach aus der Zahnpastatube Zahnpasta in das Loch an der Wand und wisch anschließend mit einem Tuch die überstehende Zahnpasta weg. Wenn das Ganze getrocknet ist, ist das Loch verschwunden. Und die Nummer 4. Wenn die Fugen in eurer Küche oder im Badezimmer so aussehen, kannst du sie ganz einfach mit einer Zahnbürste und etwas Zahnpasta reinigen. Gib dazu die Zahnpasta auf die Zahnbürste und putze damit die Fugen sauber. Zum Schluss musst du nur noch die Zahnpastareste entfernen und fertig. Nummer 3. Wenn deine Hände zum Beispiel nach Knoblauch riechen und du diesen Geruch durch normales Waschen nicht wegbekommst, dann wasch deine Hände doch einfach mal mit Zahnpasta. Verteile die Zahnpasta dafür ca. 30 Sekunden zwischen deinen Händen und wasche sie anschließend mit warmem Wasser wieder ab. Die Zahnpasta hat die Gerüche neutralisiert. Und die Nummer 2. Wenn der Spiegel in deinem Bad immer beschlägt, dann reibe ihn doch einfach mal vor dem nächsten Duschen mit Zahnpasta ein. Lass sie kurz einwirken und wische sie anschließend wieder ab. Du wirst sehen, der Spiegel wird kaum bzw. gar nicht mehr beschlagen. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Kennst du das Problem? Du willst ein Bild aufhängen, aber hast keine Ahnung, wo genau du den Nagel in die Wand schlagen musst? Gib einfach einen kleinen Tropfen Zahnpasta auf die Stelle am Bild, wo sich die Aufhängung befindet. Drücke nun das Bild gegen die Wand und du hast eine prima Markierung für den Nagel. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch mal einen Daumen nach oben da. Hier haben wir jetzt noch ein cooles Video über Dinge, die ihr mit Lego machen könnt für euch. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, ciao!